Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ja ein altes Schloss von einem Kunden und von der Hoftür und da geht irgendwie die Klinke wohl nicht richtig. Muss man gleich gucken, was da los ist. Irgendwie will das nicht mehr. Das Problem ist jetzt nur, der hat mir das jetzt so komplett geliefert und hat den Griff nicht abgemacht, warum so auch immer. Und den müssen wir jetzt erstmal eben lösen, irgendwie. So, das Erste, was wir machen, ist die braune Zange. Und mal eben gucken, ob es hier so ohne weiteres rausgeht. Ne, geht nicht. So, ich würde mal eben den versuchen zu lösen. Weil wenn der nicht runtergeht, dann habe ich da ein Riesenproblem. Oder auch nicht. Bin ja der Schlosser, ich kriege das schon irgendwie da auf. Gut, das Zeug müssen wir jetzt mal eben einwirken lassen, damit das mal ein bisschen da reingeht. Und ich werde das jetzt mal eben im Schraubstock einspannen, dann werde ich die Zange nehmen und werde versuchen, den also praktisch so rauszuhebeln. Ich könnte vielleicht auch noch beigehen, vorher einen kleinen Dorn nehmen. Wir sind hier beispielsweise und könnte mal versuchen, da eben ganz kurz noch reinzuschlagen. Ich setze hier dann rein und dann mit dem Hammer drauf auf das Loch. Aber nicht zu doll, weil sonst mache ich das, da verbiege ich das und habe ich noch ein Problem, um das mal eben zu lösen. Okay, das mache ich und dann zeige ich es mal gleich, wenn ich den Griff da rausnehme. Den Dorn habe ich jetzt so mit Ach und Krach rausgekriegt und jetzt ist das nächste Problem die Klinke. Und wie kriege ich die auseinander? Da mache ich das meistens auch so, dass ich da eben halt was reinsprühe und dann versuche ich hier in so einem Spalt hier so einen Schraubendreher reinzutreiben. Einen kleinen Teil, um die Klinke also ein bisschen zu lösen, damit da was passiert. Aber erstmal habe ich ja hier dieses Loch und da sprühe ich auf alle Fälle erstmal ja, ups, so, einen Rostlöser rein. Und so von der Seite. Und den lasse ich jetzt mal eben ein bisschen wirken. Meistens ist es immer so, ja, 5 Minuten, 10 Minuten muss das da einwirken, damit das dementsprechend funktioniert. So, die Griffe habe ich auch losgekriegt. Wie gesagt, habe ich das Zeug reingeschwitzt, sieht man ja auch, wie weit das ist. Und ja, da ist noch so ein Plättchen drin, warum wieso auch immer. Wahrscheinlich hat das mal irgendwie hier drin gewackelt, dass das deswegen reingeschoben haben. Gut, kümmere ich mich nachher drum. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, schön wäre immer, wenn der Kunde dann mir auch wirklich nur das Schloss schickt. Denn oft soll ich da mal ein Angebot drüber machen und das Problem ist dann, wenn die erst von dem Schloss reden und ich sage, die sollen mir nur das Schloss schicken und dann sind solche Griffe drauf und die gehen nicht los und na gut, aber wir haben es ja jetzt hingekriegt. Ich sage dann immer, der Kunde sagt ja nicht immer alles. So, dann lösen wir das Ganze mal eben hier, die Schrauben. Hier ein bisschen die Farbe rausholen. Also gut, eigentlich ist das immer, was aber keiner macht, dass man immer so einmal im Jahr beigeht und löst mal das Ganze. Das heißt also, den Griff einmal losnehmen, dann kommt da nicht so ein Spind, sowas hier. Und wahrscheinlich will ich das gleich so machen, dass ich da eine Schraube irgendwie reindrehe und dann mache ich da Nagellack drauf und dann kann das nicht mehr so also fest. Das nicht mehr fest, also hier auf die Schraube. Was haben wir denn hier gemacht? Auch schon was reingedreht. Also da kommt der Nagellack drauf. So, hier nochmal in die große. Mal eben sehen, ob das überhaupt hier, wie das hier funktioniert. Und da ist das nämlich angeschweißt. So, dann sind wir den hier schon mal ein Stück näher. Deswegen alles mal eben schon mal Seite. Und hier muss ich das gleich mal eben ja, muss ich da mal eben hier wegtrennen und dann komme ich da eben ran. Das mache ich mal eben und dann gucken wir gleich nochmal. So, das habe ich jetzt auch gelöst und
So sieht das Schloss jetzt von innen aus. Oh, die schlecht, der schlecht. So, legen wir da mal irgendwas drunter. Dann können wir das dementsprechend sauber machen. So. Das ist die kleine Feder, die das alles mit nach vorne wieder nimmt. Müssen wir neu machen. Und da muss ich gleich mal eben irgendwas reinmachen, damit das nicht durch die Gegend fliegt. Aber schön lose. Und dann werden wir das ganze Schloss mal sauber machen. Ja, gut, da mache ich mich jetzt mal eben ran und ja, das können wir komplett rausbauen hier, wenn das geht. Oder so wie es geht. Jo, kommt eine Menge Dreck raus. Das geht auch nicht mehr. Das kriege ich aber gleich wieder hin. Ja, das mache ich mal eben und dann schauen wir gleich. So, das Schloss habe ich jetzt erstmal soweit auseinander und sauber gemacht. Und das ist der Dreck, der da drin ist, drin steckte. Und das muss ich noch irgendwie machen. Und eben halt den Riegel, die Falle und das auch alles. Und das lege ich mal eben alles ein bisschen beiseite. Dann werde das hier mal erstmal eben hier entsorgen. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Nehmen wir noch mal ein Stück Tuch dahin. Und das mache ich das andere noch mal eben und dann sollte das gleich erstmal wieder auch alles vernünftig funktionieren. Jetzt nämlich das hier auch mal eben wieder läuft. Ja, sieht so gut aus. Okay, das mache ich mal eben und dann bauen wir das zusammen. Dann zeige ich gleich, wie das fertig ist, fast. Jetzt hier eine neue Feder gemacht und eingesetzt. Jetzt funktioniert das Ganze auch wieder. Jetzt muss ich nur noch eben den hier wieder einhaken. So, und dann muss ich den in die Position bringen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich muss da gleich eine Mutter draufsetzen. Ja, sieht so aus. So, und jetzt bringe ich das Ganze mal wieder hier rüber, wo es hin muss. Mal die Feder hier raus, dann kann ich nämlich ein bisschen besser arbeiten. So, ist ein bisschen heikel. Ja, oder ich muss es gleich mal im Schraubstock machen, muss ich mal sehen. Frage ist eigentlich, ob ich die Feder, dass da gleich alles rüber bekomme. Ne, kriege ich nicht rüber. Also muss ich das hier erst einhaken. Mach mal eben hier die. Nuss fest. So, dann kann ich auch hier die Feder wieder einspannen. Dann hake ich das mal eben hier am Schraubstock ein. Das muss ich nämlich mal eben irgendwie mit der Zange darüber drücken. So, jetzt habe ich das hier alles dementsprechend auch eingeölt. Feder ist drin, die neue. Das andere ist doch wieder alles funktionsfähig. Dann können wir hier den Deckel wieder drauf machen. Dann kriege ich dann nachher noch meine Mutter runter. Ja, denke ich. So.
Kommen die kleinen Schrauben da rein. So, kleiner Schraubendreher ist weg. Auch gut. Nehmen wir den hier mal eben so lange. So, dürfte da nicht nichts mehr passieren. So, das Teil ist auch draußen. Das funktioniert wieder. Und jetzt brauchen wir noch eine Klinke. Ich habe gerade keine da. Also nehmen wir was anderes. Das war die Klinke. Das geht auch wieder. Ja. Bin halt auch begeistert. Dann kommt das andere da auch wieder alles ran. Mache ich jetzt auch überall Öl zwischen. Dann kommt hier noch die Schraube dafür rein. Da kann der Kunde sein Schloss wieder benutzen. Der wird sich freuen. So, abschließen wir das Ganze nachher auch wieder. Hier ist immer wichtig, dass immer in diese Nuss hier auch mal ein bisschen Öl reinkommt. So, und wenn man das hier nachher wieder drauf setzt, dass da wieder dementsprechend was drauf ist. So, jetzt haben die hier diese kleinen Bleche reingesetzt. Ich glaube, ich setze ihn das gleich mal wieder zusammen. Und dann kann er das nämlich nachher so wieder einbauen. Okay, das war's von meiner Seite aus. Und ja, das Torschloss ist repariert. Fehler ist wieder drin. War ziemlich verdreckt, aber alles okay. Ja, ich freue mich dann wieder auf mein nächstes Projekt.